Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls 2, jetzt in Majula und nicht bei den Ruinenwächtern. Ich wollte mich nämlich hier mal ein bisschen umschauen und gucken, ob ich vielleicht noch irgendwas kaufen kann oder so. Was uns weiterhilft. Hast du denn vielleicht... Oh, hallo wieder. Ich hoffe, du findest etwas von Nutzen. Das Silberadler Drachenschild sieht gar nicht so schlecht aus. Oh, gut, hat aber auch nur 90 Verteidigung. Das ist ein Turmschild, oder? Ja. So ein Großschild. Well, I do hope I see you again. Ja, mal schauen. Was mir aber auch noch gesagt wurde, ich habe mich teilweise ein bisschen nachgelesen, teilweise habe ich noch Tipps gekriegt per PM. Ich sollte da, wo der Verfolger war, da sollte ich nochmal hin. Ich überlege gerade, und da wäre wohl noch eine Möglichkeit, ein paar Sachen abzugreifen. Das heißt, das war zack, Wald und den Kardinalsturm. Dann schlagen wir uns da hinten nochmal durch. Und es gäbe auch noch ein Gebiet, wo ich noch nicht war. Was ich mir da natürlich auch noch anschauen möchte. Ach Mist, hat es gerade nicht gereicht. Schade. Bin übrigens auch in der falschen Richtung, merke ich gerade. Ich habe mich ja auch vor ein paar Folgen gewundert, warum dieser eine Gegner bei den beiden Ogern, es sind keine Zyklopen, es sind Oger, nicht mehr da war. Das liegt nämlich daran, dass die Gegner jetzt nicht mehr unendlich respawnen. Das heißt, die, ich weiß gar nicht, haben halt eine bestimmte Zeit, 10 mal, 20 mal, und wenn man sie dann 20 mal erledigt hat, kommen sie nicht mehr wieder. Das heißt, man kann die jetzt auch keine Gegenstände mehr unendlich farmen. Von daher sollte ich vielleicht doch nochmal irgendwann meinen... Ups, das war nix. Meinen tollen Helm aufsetzen. Ach, weißt du was? Machen wir es so. Ja, die Kristallex haben wir erledigt. Ich glaube, dich hau ich auch mal noch gerade weg. Ja, jetzt läuft das hier schon alles wesentlich besser. Dich lasse ich mal da hinten. Hier waren ja auch noch zwei, oder? Nummer 2 müsste jetzt auch kommen. Ich glaube, ich hätte den vielleicht erstmal erledigen sollen. Ne, ich lock dich mal runter. Komm, 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 komm. So, hier ist nämlich etwas mehr Platz. Und da kann ich dann auch mal hier mal wieder backsteppen. Auch schon lange nicht mehr gemacht, glaube ich. So, da ist der andere. Ja, irgendwie läuft das da jetzt gerade nicht. In irgendeine Attacke reingelaufen. Ja, komm. Das war jetzt gerade sehr dumm von mir. Dass ich mit dir so Probleme habe, hätte ich nicht gedacht. Hier war ja, glaube ich, nichts. So, und jetzt ging es hier wohl irgendwo runter. War das schon hier? Ne, ich glaube nicht. Muss da hinten irgendwo gewesen sein. Ah ja, genau. Hep. Da unten ist nämlich eine Leiche. Hier ist nichts, oder?
Das war knapp. Jetzt haben wir nämlich hier die Dragonleg-Ausrüstung. Cool. Schild, Schwert, Kettenhemd, Stulpen und Gamaschen. Die schaue ich mir mal an. Am besten im Ausrüstungsmenü. Scimitar. Dragonleg-Schwert. Das wäre sogar besser. Na gut, brauche allerdings halt auch mehr Dings, mehr Stärke, die wir nicht haben. Ansonsten, ich glaube, dass das hier mit B skaliert, ist schon gar nicht so schlecht. Wollten ja einen Geschicklichkeitscharakter machen. Die Ausrüstung würde ich mir aber ganz gern nochmal anschauen. Königsschwertkämpfer, Höhlensoldat. Wo ist denn der Dragonlake? Oder war da kein Helm dabei? Scheinbar nicht. Ah, Dragonlake Kettenhemd. Könnten wir anziehen. Ja, was ich auch mal noch festgestellt habe, scheinbar ist jetzt hier dieses der Schnitt für diese Fat Roll ist jetzt nicht mehr bei 50, sondern bei 70. Das heißt, wir können bis zu 70% Gewicht benutzen und können dann trotzdem noch schnell rollen oder einigermaßen schnell. Von daher überlege ich nämlich mal gerade. Zu gucken, wie ich jetzt hier mit den Dragonlegs-Sachen zurechtkomme. Ich denke, die. Ja, die Gamaschen werden mich dann überladen. Haben wir sonst noch irgendwas Besseres? 71. Oh, die Banditenhose wäre sogar besser. Und leichter. Zwar nicht viel, aber immerhin. Gut, das. Ich glaube, das werde ich hier auch mal auswechseln. Und zwar gegen den Steinring. Ich glaube, so viel. Ach ja, das Schild hatte ich jetzt ganz vergessen. Schild des alten Ritters habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Das hätte doch wesentlich bessere Werte. Das Strangleic-Schild auch. Zumindest im Moment mit 100% Verteidigung. Ach, ich kann es eh nicht tragen, weil ich nicht genug Stärke dafür habe. Gut, dann lassen wir das erstmal. Gut, neu ausgerüstet. Ich weiß nicht, ob er den Umhang da immer an hat oder ob das jetzt nur bei den Rüstungen jetzt der Fall ist. Nee, ich glaube, das letzte Mal hat er keinen Umhang gehabt. Okay, das wäre erledigt. Und jetzt schaue ich dann mal noch, was haben wir eigentlich an Seelen im Gepäck? Die werde ich nämlich jetzt alle mal gerade nehmen. Wir brauchen, glaube ich, ein bisschen Geld. Was ich auch mal herausgefunden habe, die Händler, je mehr wir bei denen kaufen, dann schalten wir halt bei denen noch quasi so eine Nebenquest frei. Deswegen will ich jetzt gerade mal noch ein bisschen was an Geld aufnehmen.
Das war knapp. Hier will ich auch gar nicht hin. Eigentlich möchte ich ja hier nach oben. War sonst noch irgendwas? Ach ja, unter unseren Waffen hier links, also links unten im Bildschirm, ist eine kleine rote Leiste, sowohl unter Schild als auch unter dem Schwert. Und das zeigt den Zustand der Waffe an. Das heißt, je weiter runter es geht, desto eher ist sie halt kaputt oder desto schneller ist sie kaputt. Wenn es ganz unten ist, ist es halt kaputt. Das war jetzt, glaube ich, das war jetzt so alles an Zusammenfassung, die ich mittlerweile mal rausgefunden habe. So, jetzt reisen wir nach Majula. Aufsteigen, ja, könnte ich theoretisch auch, aber. Dann gucken wir mal bei dir, sonst kaufen wir halt einfach irgendwas. Die sind, glaube ich, beide nicht besser, oder? Standard Falkner, ich glaube, nee, die haben wir nicht an. Ach komm, da holen wir das Schild einfach mal. Jawohl, eins kaufen. Oh, by the gods, why the hell? Thanks very much. And do please come again. Mhm. Werden wir dann später mal machen. Was ich auch mal noch machen könnte, was ich bei den Bosskämpfen auch immer jetzt mal beim Anschauen, beziehungsweise was mir halt mal aufgefallen ist, beim Anschauen, dass ich mich halt nur auf die Flakors verlasse. Ich könnte auch, hast du, ich glaube, du hattest ja auch, genau, ein paar Lebenssteine mal kaufen. Ja, komm, sagen wir mal 10. Den Pharos-Verkehrer, der ist wieder zu teuer. Ich hoffe, da finden wir noch ein paar. So. Ich glaube, bei der können, also bei der ist es dann auch so, dass wir da nach und nach auch quasi als Nebenquest was freischalten. Wenn wir halt bei ihr Zeug kaufen, dann kriegt sie halt immer bessere Sachen. Genau wie der andere Händler. Mit den Rüstungen. Oh, genau. Hier ist ja jetzt, wie heißt sie nochmal, die... diese Wunderheil-Tussi abgeblieben. Oh, hallo. Ein Honor, to see you again. Mit der sollte ich reden. Is not as it seems. There are two, not one pathways leading out. And only this lovely thing reveals the other path. And this, you lovely thing, only runs on miracles. Shall I provide you with one? Ja, dann machen wir das doch mal. 2000 Seelen, ja, die haben wir im Besitz. Schön, jetzt einfach einen Schlüssel reingemacht. Sonst noch was zu sagen? Miracles began as tales told by gods. We preserve their will with law, pray to their greatness, and are blessed in return. You must nourish your faith. Miracles have been passed down through us since the first flame.
Isn't it extraordinary to think they've existed since the very origins of the world? And now, you can have this power for yourself. Don't miss out on the road to enlightenment. Okay, sonst noch was Neues? What is the first flame? Well, it's... You're not ready to comprehend it, I'm afraid. Na klar. You require more faith and more miracles. Many more miracles. Ja, ja. Je mehr wir bezahlen, desto eher sind wir dann bereit, mehr Wunder und mehr Sachen zu erfahren. To cast miracles, you must have miracles began. We preserve their will. You must. Ja, ich glaube, das haben wir auch schon gehört. May the power of miracles be with you. Ja, das glaube ich eher weniger. Ja, ja. Hier sind Leute gestorben. Hier ist ein Gegenstand. Rötliches Wasser. Oh, stellt TP und Zaubereinsätze wieder her. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Rötliches Wasser unbekannter Herkunft stellt TP und Zaubereinsätze wieder her. Einige nennen es rotes Weihwasser. Doch nicht jeder betrachtet es als heilig. Stoß aber Loch. Es geht weit hinauf. Ich glaube, da will ich nicht runterfallen. Nee. Dann halte ich mich mal lieber hier Richtung Wand. Hier ist der Weg jetzt ja wieder etwas breiter. Oh, wer bist du denn? I don't know who you are, but believe me, B. The frailty of the weak disrupts the dark. Leave me alone. I'm interested in one thing, dog. You haven't the gift. Ach, da müssen wahrscheinlich jetzt mehr Dunkelheitspunkte haben. Leave me alone. I'm interested in one thing, dog. You haven't the gift. Mal gerade gucken, was haben wir denn? Ich glaube, ja, dann brauchen wir Zauberei oder irgendwas brauchen wir dann, glaube ich mal. Finsternisbonus. Juhu, Jägerhain und ein Leuchtfeuer, ein neues. Entzünden wir mal. Ist da was? Da ist nichts versteckt hinten dran. Gut. Ah. Ach, und das war auch so eine Sache. Sobald hier irgendwo Leichen rumliegen, die keinen Loot haben, angreifen. Kleine orangene Blüte. Mensch. Ich glaube, das hatten wir bisher auch noch nicht, oder? Die kleinen Lebenssteine sollte ich mal wieder aus... Ach ja, genau. Damit können wir Fackeln entzünden. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon vorgelesen habe. Es kommt mir nämlich nicht so vor. Eine mit getrockneten roten Schmetterlingen gefüllte Flasche. Werden diese seltenen Schmetterlinge stimuliert, wird eine kleine Flamme erzeugt, mit der sich Fackeln entzünden lassen. Diese Schmetterlinge sondern Sekret ab, die sich bei Kontakt mit der Luft entzünden. Dies schützt sie vor Feinden. Man schätzt sie als natürliche Feuerspender, doch im Schwarm fürchtet man sie als Auslöser verheerender Brände. Ja, quasi mobiles, also eine Art Feuerzeug. Hier, das ist die stärkt vorübergehend die Feuerabwehr. Eine kleine orangefarbene Blüte. Diese Blüten blühen alle paar Jahre herrlich an einem Busch. Die Qualität der Erde und das Wetter bestimmen ihre Farbe und ihre Wirkung. Vor langer Zeit wurden sie in Ritualen eingesetzt. Alles klar. So, machen wir hier mal einen Schnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen und das nächste Mal werden wir hier dann weiter erforschen. Und die Ruinenwächter, die werde ich jetzt doch mal wieder ein bisschen nach hinten verschieben.
denke, dann können wir, wenn wir da gestärkt hinkommen, wird es dann etwas besser laufen, hoffe ich zumindest. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.